schön, dass ihr hier seid. Heute gibt es wieder ein DIY und am Ende dieser Folge könnt ihr auch was gewinnen. Also wir verlosen etwas, bleibt auf jeden Fall dran. Ja, und wenn ihr es auf dem Thumbnail noch nicht gesehen habt, heute malen wir etwas. Das Gute dabei ist, ihr braucht dafür nicht das größte zeichnerische Talent. Das kann auf jeden Fall jeder von euch super einfach nachmachen. Ihr braucht dafür nur Acrylfarbe, das ist wichtig, einen Pinsel und das heißgeliebte Washi-Tape. Ich habe mich verliebt anscheinend und am besten eine Leinwand. Ihr könnt natürlich auch einen Zeichenblock nehmen und das später in einen Bilderrahmen tun. Aber das wählt leider ein bisschen wegen der Acrylfarbe. Deswegen entweder eine Leinwand oder ein Zeichenblock, der von allen Seiten angeklebt ist, den man dann ablösen kann. Weil das jetzt die Materialien schon waren, würde ich sagen, fangen wir an. Dann starten wir mal mit dem ersten Schritt und zwar malen wir die Leinwand an. Ich nehme zuerst grün und damit malt ihr nur ein Fünftel der Leinwand an. Und dann könnt ihr auch schon die nächste Farbe nehmen. Ich habe jetzt die Farbe Pistazie, also so ein hellgrün genommen. Und dann zeichnet ihr einfach so einen kleinen Übergang, dass ihr das einfach so ein bisschen verwischt, damit da nicht so eine gerade Linie entsteht. Da könnt ihr einfach so wild drauf loszeichnen, das muss nicht perfekt sein. Und jetzt nehmt ihr euch die grüne Farbe und spritzt einfach so ein paar Tropfen auf die Leinwand. Und das gleiche könnt ihr auch nochmal mit der helleren Farbe machen. So, und weiter geht's auch schon mit einem Pink. Das macht ihr genauso wie beim ersten Mal. Ihr macht so einen leichten Übergang und dann spritzt ihr mit der Farbe noch ein paar Tropfen drauf. Das sieht dann so ein bisschen wie Aquarell aus und das sieht es einfach, dass die Farben so ein bisschen ineinander überlaufen und dass nicht so Kanten entstehen. Ja, und schon geht's weiter mit Lila und wie gesagt, wie beim ersten Mal, ihr zeichnet einfach ein bisschen Lila, verwischt das Ganze und spritzt mit der Farbe ein paar Tropfen drauf. Jetzt kommt ein Hellblau. Mit dem Hellblau macht ihr es genauso. Und am Ende habe ich nochmal ein dunkleres Blau genommen. Ja, die Farben könnt ihr wählen, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch nur zwei Farben nehmen oder auch nur eine Farbe. Oder vielleicht Farben, die im gleichen Farbraum sind, damit es nicht so ganz so bunt ist. Wenn das Ganze getrocknet ist, dann kommt jetzt der zweite Schritt. Und zwar nehmt ihr euch das Washi-Tape. Und hier ist es wichtig, dass ihr Washi-Tape nehmt und kein Tesafilm, damit die Farbe nicht wieder abgeht. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich Dreiecke einfach auf die Leinwand klebe. Und ihr müsst dabei bedenken, das, was ihr drauf klebt, bleibt nachher frei. Also diese Stellen sieht man nachher auf dem Bild. Ich habe jetzt einfach Dreiecke geklebt und in die Dreiecke dann teilweise nochmal was hineingeklebt, damit so ein bisschen mehr freistehende Linien sind. Wichtig dabei ist natürlich, dass ihr die Sachen auch gerade abschneidet, weil alles, was bedeckt ist, sieht man natürlich auch, wenn da ein paar Kanten drin sind. Deswegen achtet bitte darauf, dass wirklich alles genau überlappt und die Dreiecke auch, ja, wie Dreiecke aussehen. Wenn ihr einfach wild drauf losklebt, dann ist das natürlich eine andere Sache. Da muss es nicht perfekt sein. Und im letzten Schritt, also im dritten Schritt, decken wir das Ganze mit einer Farbe ab. Ich habe mich jetzt hier für Kupfer entschieden, das ist einfach eine Kupfer-Acrylfarbe. Ihr könnt natürlich auch jede Farbe nehmen, die ihr wollt. Ihr könnt Grau nehmen, ihr könnt vielleicht sogar eine bunte Farbe nehmen. Wenn ihr jetzt die Farbe auftragt, dann könnt ihr wirklich hin und her pinseln. Das muss nicht geradlinig sein, also einfach drüber mit der Farbe. Ja, und dann habe ich noch was Unterlicht, weil ich auch die Seiten anmalen wollte, weil ich finde, das sieht immer ein bisschen schöner aus. Und ja, da solltet ihr natürlich darauf achten, dass nichts auf den Boden kommt. Und ganz am Ende habe ich dann nochmal eine kleine leichte dritte Schicht drüber gepinselt, weil es nur so ein bisschen durchgeschieden hat an manchen Stellen. Und jetzt kommt der tollste Part, und zwar das Washi-Tape abziehen, weil man dann endlich das Endergebnis sieht. Und ich wusste auch nicht, wie es vorher wird. Und ich finde, es ist echt cool geworden. Ja, wie gesagt, die Farben müsst ihr nicht so bunt wählen. Ihr könnt es auch wirklich einfarbig gestalten oder vielleicht sogar schwarz-weiß, was ich glaube ich ganz cool finde, was ich vielleicht als nächstes machen werde, so für mich. Und hier könnt ihr euch auf jeden Fall kreativ austoben, weil eigentlich könnt ihr nichts falsch machen, würde ich jetzt mal so sagen. Also viel Spaß! Ich hoffe, ihr habt gesehen, dass es wirklich nicht so schwer ist und vielleicht dient euch das auch als Inspiration, um vielleicht mit anderen Farben und Formen zu arbeiten. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nachmacht und den Hashtag dafür benutzt. Weil darauf freue ich mich wirklich auf eure Ergebnisse. Denn jetzt geht es auch schon zur Verlosung. Ich habe es euch ja versprochen. Ihr könnt nämlich 4x2 Karten für die Oberopen-Premiere gewinnen. Wenn jetzt einige von euch fragen, was ist Oberopen? Das ist eine fiktive Comedy-Serie von Scenetake. Und ich war auch einen Tag beim Dreh dabei und bin auch schwupps im Video gelandet. Das seht ihr auch im Trailer. Das ist ein ganz kurzer Part. Also könnt ihr euch das mal hier angucken, wenn ihr wollt. Und die Premiere findet in Köln, in München und in Hamburg statt. Wenn ihr in der Nähe von einer Stadt wohnt und die Karten gerne gewinnen wollt, dann schreibt den Hashtag HolyChic und die gewünschte Stadt in die Kommentare. Und die beiden Jungs werden die Gewinner küren und auswählen. Esther und ich werden auf jeden Fall in Köln bei der Premiere dabei sein. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Karten gewinnen. Und ich wünsche euch viel Glück dabei. Wenn ihr noch andere Videos sehen wollt, könnt ihr das hier unten tun. Hier oben dürft ihr abonnieren. Und ja, wir sind nächste Woche wieder für euch da. Also macht's gut und wir sehen uns in 2 Wochen. Wow!